Müssen die sich alle so zur Schau stellen? Artemis! Tut mir leid, aber unser Computer kann uns nichts über unsere neuen Gegner sagen. Obwohl ich alle Daten eingegeben habe, die wir bisher kennen. Diese unbekannten Kreaturen verbinden sich immer mit einem Objekt aus dieser Welt und werden zum Monster. Aber was sind das für Kreaturen? Komisch, diese unbekannten Gegner schaffen es, dass ich irgendwie anfange, an meinem eigenen Leben zu zweifeln. Wir brauchen einfach noch viel mehr Informationen, sonst kommen wir nicht weiter. Was ich brauche, ist etwas vollkommen anderes. Hä? Wer auf die Liebe wartet, auf den wartet die Liebe. Möchte wissen, wer das gesagt hat, war wohl ein Philosoph. Kein Philosoph, das ist auf deinem Mist gewachsen. Oh, ich wünschte, ein gut aussehender Junge käme mit einem riesigen Strauß Blumen und sagt: Liebste Minako, möchtest du heute Abend mit mir ausgehen? Hm? Und dann würden mich die anderen alle beneiden. Hey, Bunny, wach auf! Sieh dir das mal an! Was ist? Siehst du denn nicht, das ist Sailor V ohne Maske? Was sagst du dazu? Aha. Ja. Sie sieht ohne Maske unglaublich toll aus, findet ihr nicht auch? Wenn ich eine Comicfigur wäre und so aussehen würde, wäre ich richtig stolz. Was ist los mit euch? Ihr seht heute alle so entgeistert aus. Hier, ich habe euch extra Sailor V Diätschokolade und Sailor V Energy Drinks mitgebracht. Seid doch nicht so bescheiden. Bedient euch. Los, Makoto, lasst ihr's schmecken. Da steht Bingo. Volltreffer, gratuliere. Wenn du 3 Stück davon hast, bekommst du eine spezielle Sailor V Tasche. Dann bin ich wohl ein richtiges Glückskind. Minako, ich frage mich, ob du in letzter Zeit eigentlich noch zu Hause lernst. Aha, Amy Mitsuno, wie sie leibt und lebt. Vergeben Sie mir, Ma'am Minako, die Kämpferin für Liebe und Gerechtigkeit ist in Wahrheit ein böses Kind und hasst Lernen. In Prüfungen schreibt sie meistens ab, aber bei ihr ist sowieso alles egal. Talisman oder nicht, ist egal. Es wird Zeit, dass wir dich endlich loswerden. Bunny Tsukino? Halt, nein. Sailor Moon? Sailor Moon? Sie ist nicht Sailor Moon. Das ist nicht wahr! Du hast gerade versucht, das Herz eines unschuldigen Mädchens zu stehlen, weil du sie für mich gehalten hast. Das ist niederträchtig und gemein. Aber... im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen! Was? Du bist Sailor Moon? Es ist ja Minako. Ich weiß nicht. Irgendwas ist anders an dir. Was denn? Willst du etwa behaupten, dass meine Fakten... Das ist die echte. Dafür übernehmen wir die Garantie. Ja, aber wer ist dann das Mädchen, das da vorne sitzt? Das weiß ich doch nicht. Vielleicht ist sie ein Fan von mir. Wäre möglich. So eine Heulsuse wie das Mädchen da drüben könnte doch niemals Sailor Moon sein. Ja, du hast recht. Sie ist nur eine Fälschung. Gutes Aussehen. Wenn sie nur aufhören würde zu reden. Sailor-Krieger zu sein. Ich bin das beste Beispiel dafür. Hallo Ray, ich finde, du solltest dich nicht überanstrengen. Warum? So schnell werde ich nicht aufgeben. Schau mal, was ich hier habe. Einen hervorragenden Curry. Spaghetti Bolognese für die Mikrowelle? Dein Lieblingsessen, Omelette mit Thunfisch-Sandwich? Am besten bekömmlich zur Mitternacht Reisbällchen mit Sushi. Und zum Nachtisch Nata de Coco und Bananen. Was sagst du dazu? Namakusa Mandabasa Ada. Naja, ich glaube, ihr habt recht. Ich bin einverstanden. Hurra! Aber ich frage mich, was eigentlich mit Ray los ist. Warum hat sie gesagt, dass uns der Hikawa-Tempel heute nicht zur Verfügung steht? Hoffentlich ist nichts passiert. War das Ray? Ja. Stimmt etwas nicht? Ich träume doch nicht, oder? Ich habe heute schon Gymnastik gemacht.
Lang halte ich das nicht mehr aus. Aua, mein Kopf, mein Kopf. Könnt ihr mir sagen, was ihr hier macht? Nein, aber Haruka, wie kommst du denn auf so etwas? Ich hab doch gar nicht gegähnt. Du hast Ringe unter deinen Augen. Wirklich? Er fasst sie an. Hier, ich fahr dich nach Hause. Du schwankst ja schon vor Müdigkeit. Ich kann dich unmöglich alleine lassen. Oh, schön. Hey, warum er? Oh, was hat er, was ich nicht habe? Mein Leben ist zu Ende. Die User, meine Füße sind schon ganz taub. Lass uns von hier verschwinden. Sei nicht so empfindlich, ich bleibe. Bunny ist kindischer als Shibiusa. Ah, sieht das lecker aus. Danke. Da. Warten musstet. Die Sailor-Kriegerin, die ich im Traum gesehen habe, war bombig. Sie hat mir das Leben gerettet und einen neuen Menschen aus mir gemacht. Von heute an stehe ich für Höflichkeit und anständiges Benehmen. Sailor Tamasaburo, ja! Schnell, lauf, Chibiusa! Liebste Minako! Möchtest du heute Abend mit mir ausgehen, Minako? Ich werde darüber nachdenken, Artemis.